So, hier links. War das? Ach so. Das war's schon. Einfacher Mana-Trank. Heiltrank. Den kriegen wir wieder. Den kriegen wir los. Jetzt muss ich mal gucken, wo müssen wir hier lang? So, hier. Ja, das ist ja ein bisschen was, was mir hier so entgegenkommt. Keiner was fallen gelassen. Da ist ein Schrein. Den machen wir natürlich jetzt mit. So ganz nebenbei. So, und jetzt einfach dieser Straße da folgen. Irgendwas krebs da noch rum. Mal schauen. Erledigt. Naja. Brauchen wir nicht. So, und dann los. Ja. Es wird hell. So. Ist wieder ein bisschen wüstig hier. Sind wir wahrscheinlich genau wieder auf dem Plateau. Das muss ja ein ziemlicher Umweg sein. Wo ich schon fast das Gefühl habe, ich hätte mich auch einen direkten Weg machen können. So. Aber da ist irgendjemand, der irgendwas möchte. Ich hab's hier. Da. Da ist meine Mine. Ah, wir hätten den Weg hier einfach hochlaufen können. Naja. Wusste ich vorher nicht. So, komm. Jetzt quatschen wir erstmal den da vorne an. Oder die da vorne. Wo jetzt? Was? Nö. Warum auch? Hier ist doch ein Haufen. So. Hallo, Lady. Hier, was willst du? Bitte, ich brauche eure Hilfe. Mein Mann wurde von den Feien verschleppt. Das würden die nie machen. Ich Wer bin bist du überhaupt? Und zwar eine sehr gute. Leider nützt mir das im Moment gar nichts. Bitte. Mein Mann braucht Hilfe. Ich will gar nicht daran denken, was die Feinde da drinnen mit ihm anstellen. Wir wollten nur zu den Roten Marschen, als Allard plötzlich krank wurde. Wir hielten an, damit er sich ausruhen konnte, als plötzlich die Feinde aus ihrer Ruine herausgestürmt kamen. Sie brachten ihn hinter die Barriere im Süden und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Also ich weiß kaum, wo wir sind. Schon gar nicht, was dies für ein Ort ist. Ich will nur meinen Gatten zurück. Ich habe gehört, diese Wildnis sei der letzte Ort in die Türe, wo die Feien noch unberührt sind. Wo ist euer Gemach? Sie haben ihn in eine Ruine hinter dieser Straßengabelung gebracht. Ich wollte sie aufhalten, aber sie werden ihn erst freilassen, wenn der Fluch entfernt wurde. Ich habe keine Ahnung, wovon sie überhaupt reden. Bitte helft uns! Ah ja. Ah, na. Frau in Nöten, sagen Vielen wir nicht Dank. Nie. Die Feien haben ihn über den schmalen Pass in der Nähe verschleppt. Na dann. Gehen wir mal Hallo sagen. So. Hier
Hier links ist irgendwas. Ach, die kommen ja zweimal. Ich vergesse das jedes Mal wieder, dass wir zweimal ankommen. Naja, irgendwann lerne auch ich das noch. So, was haben wir hier? Ah, sieht aus wie eine Siedlung. Ein Zirkel. Mit wem muss ich sprechen? Der Sand mit dem da. Einen Sterblichen. Fast. Ich grüße euch. Ihr seid seltsam. Etwas an euch erinnert ganz eindeutig an einen Feind. So. Florion. Ich leite den Zirkel von Engard bei seinen Pflichten an. Meine Verbündeten und ich dienen dem Champion der Tapferkeit. Nicht dem sterblichen Heuchler, sondern dem Feind Engard. Unglücklicherweise gibt es den Champion seit seiner Niederlage in der Arena durch die Hand eines Sterblichen nicht mehr. Ja. Ja, ich weiß nicht, wovon er redet. Haus der Tapferkeit, Die Feinde sind hier viele Kreisläufe lang aufgeblüht. Aber so wie die Zyklen sich entwickeln, könnte das schon bald ein Ende finden. Wir sehen durchaus, dass unsere Präsenz in der Türe rapide abnimmt. Wenn wir die mit dem Haus der Tapferkeit verlorenen Traditionen erneut etablieren, können wir unsere Präsenz in der Region vielleicht stabilisieren. Feind von also. Einige unserer Brüder sind fortgegangen, wie etwa unser Champion Engard. Andere verloren den Verstand und wurden zu Narka. Der Rest von uns blieb hier, dem Land zuliebe. Wären wir den Narka-Fluch los, würden wir mit Wonne unserem Champion folgen. Feind Champion. Wir vertrauen darauf, dass er wieder in Amalur erscheinen wird. Jeder Feind muss eine Funktion erfüllen und die des Champions kam Engard zu. Wenn der Champion zurückkehrt, wird der Zirkel von Engard wieder zu den Waffen greifen und unsere Kampfesriten werden die Erde erschüttern. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, das bin ich. Engard, der Champion der Tapferkeit der Feien, wurde vor Jahren im Haus der Tapferkeit von einem Krieger der Varani im Kampf besiegt. Gemäß der Feien-Tradition fiel die Kontrolle über das Haus jenem Sterblichen zu und die Feien mussten es verlassen. Ah ja. Na, sie sind unsere Brüder, befallen von demselben Fluch wie der Almain Alard. Ohne Behandlung verändert der Fluch Geist und Rolle der Betroffenen. Wir nennen diese Brüder Narka. Sie durchwandern die Wüste von Alserund und greifen jeden an, der sich ihnen nähert. Sie können Freund und Feind nicht unterscheiden. Es wird eine Weile dauern, bevor der Weg durch den Sand sicher ist, ohne dass diesem Dilemma Einhalt geboten wurde. Warum wird der Almain gefangen? Ihn freizulassen wäre von Nachteil. Für Feien ebenso wie für Sterbliche. Allerdings spüre ich an euch etwas Ungewöhnliches. Vielleicht könntet ihr ihm helfen. Wir nehmen an, dass durch das Ritual der Tapferkeit eine Heilung möglich wäre. Was ist mit dem Almain passiert? Habt ihr meine zornigen Sommerbrüder draußen im Sand bemerkt? Sie greifen jeden an. Freund oder Feind. Wir vom Zirkel nennen das die Narka-Krankheit. Sie ist ein Fluch magischer Natur. Betroffene sind Argumenten oder Ähnlichem nicht zugänglich. Der Almain wurde ein Opfer des Fluchs. Und obwohl sein Verstand nicht betroffen scheint, klagt er über Schmerzen. Wir müssen ihn untersuchen. Und deshalb bleibt er hier. Wie kann man dem Almain helfen? Die Antwort liegt in der Kora-Blüte. Ihre Heilkräfte können den Almain von dem Fluch befreien. Ihr findet sie auf dem Gefäß des Wächters der Höhlen, dem Koraborka. Das Ritual der Tapferkeit erweckt den Wächter, der in diesem langen Winter bisher geschlafen hat. Besiegt ihn, dann könnt ihr die Blüte von seinem Gefäß pflücken. Okay, ich kann ihm helfen. Geht zu den Höhlen des Zutritts am Fuße des großen Dorns. Im Inneren befinden sich drei Siegelsteine der Errati. Sie sind durch einen Wasserfall, eine Säule und einen Baum markiert. Ihr müsst sie in dieser Reihenfolge aktivieren.
Jeder Stein belegt euch mit einem Fluch. Sobald der letzte Stein aktiviert ist, wird euch eine Bestie mit vielen Ranken in eurem geschwächten Zustand herausfordern. Besiegt sie und bringt die Kora-Blüte zu uns. Den Ritus abschließen. Ihr müsst in den Höhlen des Zutritts 3 Siegelsteine aktivieren. Sie sind durch einen Wasserfall, eine Säule und einen Baum markiert. Jeder Stein belegt bei der Aktivierung euer Gefäß mit einem Fluch und ruft Gegner herbei, die ihr in eurem geschwächten Zustand bekämpfen müsst. Am Ende des Rituals erscheint eine Bestie mit vielen Ranken und fordert euch heraus. Wenn ihr sie besiegt, werden die Flüche dauerhaft entfernt. Lebt wohl, Sterblicher. Okay. Die Naka müssen aufgehalten werden. Was haben wir hier? Ein gefrorenes Langschwert. 50 Körperschaden. 20 Durchbohrung, 17 Eis. 4 Sekunden lang 7 Sekunden. Einfrierenschaden. Ein bisschen besser. Nehmen wir erstmal so mit. Was finden wir hier? Stab des Blutdurstes. Eine trübe Scherbe. Ja, dann weiter geht's. Mal wieder kämpfen. Wie so oft. So, jetzt dann rechts rum. An der Frau vorbei. Ohne irgendwas zu erklären, natürlich. Warum auch? Sie holt ja nur um ihren Gatten. Eure Geschichte endet hier. Hier endet es, Staubling. Komm her. Habe ich das nicht so im Gefühl, dass es endet, aber wenn sie es sagen. So. Ja, das sieht sehr nach Wasserfall aus. Den Wasserfall finden. Da vorne ist einer. So. Mit dem Ritual der Tapferkeit beginnen. So, dann. Bitte auch tot. Danke. So, jetzt haben wir hier eine gebrannte Truhe. Autoversuch. Verdammt. So geht das. Probe der Blitzabschwächung. Natürlich nicht. Stab brauchen wir auch nicht. Und weiter geht's. Mal hier im Kreis laufen, das brauchen wir ja nicht zu übersehen. Laufen jetzt einfach mal hier lang. Das ist nie alles abgrasen, von daher macht das keinen Unterschied. Bis auf, dass wir hier diese Kanonenfutter haben. Weiter geht's. Na, da war ein Knick. Oh, ein Knick im Gang. Oho. Der war schlecht. So, was haben wir hier? Eine Truhe Schülers Küras.
wieder ein Großschwert. So. Aber die Tür. Kommen wir jetzt von der Seite so rein. Wenn wir treffen. Jetzt mach ich erstmal den Zauberer hier. Na. Nein. Heute nicht. Farbe hier. Ach, sieh mal einer an. Ein Schrein. So, das können wir hier lang. Jetzt war gleich auch schon wieder da. Eine Ecke. Ah, wie süß. Mich gerade plötzlich umgebracht mit einem. Boah. Wo waren wir denn? Ach, zur Hölle. Gibt's doch gar nicht. Habe ich etwas zu leicht genommen? Der Fluch, der schwächt mich doch deutlich mehr, als ich dachte. Dann machen wir uns jetzt direkt auf den Weg. Immer besseres in Natur. Gehen wir den direkten Weg. Müsste hier lang sein. So. So, wen haben wir hier? Hexer. Ah, fang du erstmal an. Zwei Hexer. Das hat gereicht. Oh, diese Viecher sind aber auch verdammt heftig, was da ja mir entgegenkam. So. So, hier und dann sind wir, glaube ich, auch schon fast. Sind wir auch schon da? Ja. Inventar. Konsumgut. Blutungsresistenz, Präzision, Stahlfang, Zornspitzer, ja, Schadensverstärkung, Blitzschutz, Hartpanzer. Regenerationstrank.
Splittereien haben wir ja noch ein paar. Jetzt geht doch. Das macht doch einen deutlichen Unterschied, wenn man den ganzen Kram da aktiviert. Das ist nicht ohne. Toll, Skarbeeren-Salz. Ich bin schon gespannt, was mir da noch entgegenkommt. Prüfung der Stärke. Oh je. Ich werde jetzt hier in der... hier rumgeschickt, okay. Ja, komm. Ich mache keinen Schaden, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Die entziehen mir das Mana, die Drecksäcke. Komm jetzt, bleib mal hier. Nicht mehr so. Zeiger gerade, das ist der Wahnsinn. Das ist doch mal zu. Findet euren Frieden, glaub nicht. Kennt nicht keinen Mana. Das jetzt? So, ich kann mich um dich kümmern. Lass das mal stehen. So. Das ist mein Name, das ist rübsch. Die Waldfee. Ich mache keinen Schaden mehr, ne? Deswegen die Prüfung der Stärke. Ich mache keinen Nahkampfschaden mehr. Und danach kann ich mich echt mit Trinken eindecken. Das geht nicht anders. So, Agilität. Ich werde langsamer bitten. Oh je. Ist alles etwas schneller hier. Was war das? Ach, da ist ein... Nein. Okay, pass mal auf. Stirb. Danke.